Ich bin tot, Leute. Macht's ohne mich. Alter. Die waren hinter mir wieder eine Feuerwache, ne? Ja, ja, da sind ganze Bündel gespawnt. Da schießen sie. Wir haben den einen Orano gebissen. Ja. Können die nachspawnen? Hinten an der Feuerwache? Könnt ihr auch wegschießen nochmal. Also so schwer ist es nicht. Ich bin jetzt hier hinterm. Ja, dort wo ich war, muss einer stehen. In Zukunft und dort einfach decken, da kann nicht so viel passieren. Wer ist denn da an den Sand, an den Sanddecken? Ich. Okay. Okay. Und wo sind die jetzt nachgespawnt? Alle an dem gelben Eck. So, wieder da. Das Schloss rechts von mir, das gelbe Schloss. Ja. Da rechts am Eck. Ich sehe sie laufen, ja. Morgen bist du tot? Ja. Aber ich, Ich sehe sie laufen, auch. Morgen? Ja, ist kurz ja. Weg. Treff ihn nicht, ich habe keine Sniper. Wie gesagt, Leon will ja anscheinend kommen. Und er will jetzt auch wieder verhandeln wegen Waffenstillstand an der Base und was. Er hat ja profitiert ja nicht davon, er will irgendwas als Leistung, bla bla bla. Schutzgeld. Der ist so nervig. Also, ihr geht voll mit der falschen Technik dran im Sektor, der sterbt. Und einer, der alles besser weiß, hä? Leider stimmt, kann er es ja auch. Nicht, ganz ehrlich. Treff ich dich überhaupt? Haben wir schon. Ich hab dann auf mich fokussiert gewesen. Ein PKM-Typ, ist er tot? Kann's nicht sagen, ich habe nur einen Red Dot. Ich weiß nicht, ob ich sie gut erwischt habe oder nicht. Okay. Sehe aber gerade keinen mehr stehen. Es sind drei zu der Ecke da am ja, Schloss gelaufen. Ich weiß nicht, ob die sich hingelegt haben. Oder okay. Auf mich. Ich bin's. Ich hab keine Ahnung. Ich stehe hinter dir. Oh shit. Wurde getroffen, aber nicht hart. PKM Richtung Feuerwache. Gut, ich bandagiere mich kurz. Ja, Richtung Feuerwache. Mehr kann ich ja nicht sagen. Aber das ist relativ nah. Ich bin tot. Ja. Nee, echt jetzt. Was regt so auf? Was ist mit deiner Bots los? Was macht ihr denn schon wieder? Sterben? Mal halt zum Teil durch die Wand und zwar halt. Bon? Ja. Wie wollen wir jetzt wieder hinkommen? Ich würde sagen, macht halt einfach, wie viele Seiten ihr noch auf dem Sektor? Mein Gott, ich bin nicht. Drei? Drei oder vier? Ja, im Zweifel könnt ihr auch den Uralfit machen und mit Flugzeug und Helikopter dort abhauen. Also meine Leiche ist mir nicht wichtig, die müsst ihr jetzt nicht holen. Also mir ist Bums. Ja, dann guckt er, wenn sie da wegkommt, bevor Cleo noch kommt. Ihr möchtet. Ach. Was soll denn der machen? Der hat gesagt, er will kommen. Ja, und dann? Dann schießen halt weg. Guckt einfach, dass ihr da verschwindet. Aber er campt wieder an unserer Base. Jetzt lasst uns doch nicht von einem Typen Angst machen, Leute. Nee, ach, nee, also wirklich. Wir hören ihn doch vorher. Dann eben. Uns halt. Ja, nicht nur wir ja, hören und ihn. Und dann campt er halt an unserer Base oder an eurer. Irgendwas wird er machen. Ja. So, ich hänge mich jetzt hier mal an Cornuli. Jo. Ich bin hier hinten. Vielleicht sollten wir drei einfach jetzt versuchen, den zu looten, vorzukommen. Ja, keine oder wie? Ahnung, ja, irgendwie, klar. Ja. Also wir brauchen in Zukunft einfach zwei Leute, die den Spawn decken. Dann geht das problemlos. Aber zwei Leute müssen da wirklich abgestellt werden, die nur die Respawner töten. Ja. Das heißt auch nicht, weiß jemand, was der Trigger war, dass die neu gespawnt sind? Nee, du bist losgekommen, hast du gesagt, du bist beschossen, hab ich da hingeguckt? Oder waren. Ich stand hier noch. Ich hatte gerade eben noch rübergeguckt, weißt du, das ist so Pech. 5 Sekunden vorher rübergeguckt, da war nichts. Was schießt ja, hier? Ich war ja dahinter der Feuerwache. Wo seid ihr beide? Ich bin jetzt wieder zurück beim Rathaus. Ich bin jetzt zwischen dem. Die waren plötzlich hinter mir, einfach so. Heißt, die sind ja auch hinter dem Rathaus neu gespawnt teilweise. Alles klar, ich komme rüber zu dir. Ja. Oh, wir können es aber auch gerne mal safen das nächste Mal. Ich habe schon eine Idee, wie wir das ein bisschen besser regeln können. Das nächste Delta Mal einfach aufbauen. Mit frischem Blut nochmal anfangen, quasi. Also wenn es euch egal ist zu sterben, dann reden wir jetzt einfach zum Ural. Ach du, weißt du, ich bin jetzt schon... Ja, dann macht die Feuerwache clear. Ja. Es gibt noch einen Guard ganz im Süden, auf einem Tower, unter den Hangars quasi. Den wegmachen
und einen Guard auf den Silos wegmachen. Und dann ist eigentlich nur noch die Feuerwache, die euch gefährlich werden kann. Mehr ist es nicht. Also es sind diese zwei Guards und die Feuerwache. Und dann könnt ihr den Ural hinter das Rathaus fahren. Gibt es irgendeine Möglichkeit zurückzukommen? Ja, nein. Mit dem Flugzeug und mit der Mii. Ja, er meint von alter neu spawn. Ja, aber es lohnt sich eh nicht mehr. Wenn kannst du mal meine Arto bist auch tot, oder? Ja. Und wenn ihr mit dem Ural einen macht und meine Leiche, dann könnt ihr die einfach mal einladen noch. Das wäre nett. Meine Themen her, wer mir lieb. Ist ihr gerade, oder? Ja. Aber Hauptsache, es macht Spaß. Ich fand das jetzt nicht unspaßig heute, ehrlich gesagt. Nö. Wie viele haben wir denn getötet? Wir haben doch bestimmt 100, oder? Na, ich erscheine in der Liste gar nicht, weil meine Turmisch weg, auf jeden Fall. Zombie-Kills alle weg sind. Südlich Turmisch weg. Ah, Frank ist gestorben. Das war's. 65 haben wir. Ich hab 14. Ja, zweimal sogar schon. 79. 5 nochmal. 84. Hast du einen Sniper? Ich hab einen Sniper, 88. Ja. Wolltest du die nehmen oder? Soll ich versuchen? Welchen wollten wir uns denn jetzt vornehmen? Also ich hab den einen getötet jetzt. Ey, wenn wir Sektor komplett geklärt haben, dann holt uns ab, dann feiern wir bis. Ich will mit der DMR hier ein bisschen unterstützen gehen. Ja, also ich soll zum Ural rennen. Nee, ich renn zum Ural. Ach du. Nimmst die DMR damit, da kann ich glaube besser schießen. Keine Ahnung, kann ich damit besser schießen? Ja. Wie viele Abschüsse habt ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war nur einer. Ich habe drei geschossen, aber ich weiß nicht, ob ich getroffen habe, weil es war nur Red Dot seit. Ich war ein bisschen weiter weg. Legst du mir die jetzt hier hin, oder wie? Da liegt sie. Alles klar, Also du musst aufpassen, entweder rechts über dem Zaun von dir spawnen, ne? Rechts über dem Zaun von mir hier? Also hier hinter der Mauer, direkt hier hinter dem Zäunchen, vier Stück. Na reizend. Oder also Ritzel. Ja. Munition habe ich jetzt auch. Und ach, Lenny liegt noch da. Du warst dort gelaufen, hast nichts gesehen und auf einmal waren sie hinter dir, ne? Ja, ich wollte hinter die Feuerwache laufen, hab noch extra mit Third Person rübergeguckt, war noch nichts da und dann bin ich um den Zaun gelaufen und dann standen auf einmal da 6-7 Bots oder so. Okay, also nahe stehen wir hinter den Trigger nicht, das ist schon mal schade. Und bei mir war es so, ich hab nämlich hab's aufs Airfield geguckt, ich war bei der Feuerwache drin. Okay, dann. Und dann wurde ich plötzlich von hinten beschossen. Also ich würde am besten mit Third Person hier so gucken und dann sehe ich, ob es da hinten im Eck. Von dem linken Eck vom gelben Haus oder hier hinterm Zaun spawnen. Und hier hinterm Zaun würde ich vielleicht wegrennen, weil die schießen bestimmt hier durch. Die schießen durch den Zaun durch, okay. Also ich renn jetzt einfach mal. Nicht hier stehen bleiben, ja, renn einfach mal los. Also wenn die hier drin spawnen, würde ich wegrennen. Okay, werde ich ja dann sehen. Oder du hast eine PKM und sprayst einfach rund um dich rum und tötest alle Bots. Oh, im Moment habe ich leider keine PKM. Oder eine MK-Mod. Habe ich zu Hause gelassen. Wann kam denn dieser diese Neuerung dazu? Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Seit dem Server-Side-Patch wahrscheinlich. Also seit gestern gehen auch diese Kevlar-Tubes nicht mehr. Ja, kriegt auch der Debug ist wieder an. Ihr kriegt ja diese Meldung beim Einloggen. Ja. Und seitdem schätze ich mal, kommt dass der Sektor. Battler-Update, obwohl der Sektor müsste schon länger so sein. Ich glaube, ich habe diese Sirene schon mal gehört. Ich schätze mal, dass das zusammen geändert wurde. Wahrscheinlich vor einer Woche circa dann ungefähr. Na dann. Warum muss man da nichts extra runterladen? Serverseitige. Warum muss man da nichts extra runterladen, wenn das erneuert wird? Keine Ahnung. Halt das ist serverseitig. Dazu ich höre schon wieder die Sirene. Oder dann sich nicht erst bauen. Ah, da hinten kommen sie. Wo? Am gelben Haus. Okay, ich sehe sie noch. Jetzt spawnen da mit der Sirene? Ja, ich glaube schon. Die Sirene hat eingesetzt und er hat gemeint, die spawnen. Ja. Das ist natürlich, damit kann man das handeln, das ist gut zu wissen. Und zwar hinten am gelben Haus, ich müsste jetzt auch welche erwischt haben, ich kann es nur leider nicht sehen. Keinen hier an der unteren Ecke. Shit, ich bin getroffen. Ich
müsste mich mal verbinden. Okay. Ah, ich sehe wen. Der läuft da am Haus. Das ist wahrscheinlich ein Bot, oder? Wo am Haus? Am gelben. Ja, da sind die Bots. Ich habe zwei oder drei erwischt eben. So, ich würde aber sagen, ich verpfeife mich jetzt von hier. Renn zum Rathaus. Beim Baum ist einer. Ich hab den Moral, müsste zum Rathaus. Okay, ich renn zum Rathaus. Das ist auch richtig mies, dass sie dann einfach wieder spawnen teilweise. Nö, wenn man das weiß, wie das hier reden, kann man das handeln. Jetzt sind sie aber woanders gespawnt. Am Schloss sollte schon. Genau, an diesem gelben. Fährt jemand mit dem Oralrad vorbei? Okay, dann renne ich zurück. Da sind noch Bots, aber ich treffe die von so weit weg mit dem Red Dot irgendwie nicht. Ich habe nicht hier hinten. Du musst einfach ein bisschen vorhalten. Wer ist an unserer Base? Ja, ich habe es versucht, aber ich sehe halt gar nicht, ob ich treffe. Sie schießen auf mich. Ja, dich auf dich. Ah, Cleon macht sich da schon bereit, denke ich. Und da ist auch ein Heli. Die kommen in unsere Richtung dann. Oder sie haben zumindest noch in meine geschossen. Ich guck mal wegen über die Mauer. Schnappt euch, was ihr wollt. Also am Haus von Harvey. Sagt ihr, übrigens mit dem Waffenstillstand, hattet ihr nicht vorhin sowas mal gemeint? Ja, aber der will jetzt anscheinend eine Forderung und bla 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 und... Also wir hatten nur Waffenstillstand innerhalb der Basen. So, ich bin am Rathaus. Jetzt will der Schutzgeld dafür, dass es weiterhin so bleibt. Ja. Eine miese Ratte. Schutzgeld, habe ich richtig gehört? Ja. Ja, hat er erwähnt, so. Damit er auch was davon hat, dass wir überhaupt den Waffenstillstand... Damit, weil wir greifen die ja nie an. Sollten wir mal ändern, ne? Ja, die machen ja auch Sektor. Also einfach hingehen, würde ich sagen. So, warten wir jetzt, bis sie kommen, oder packen wir, was wir packen können, und verpfeifen uns? Cleon ist, glaube ich, in unserer Base. Ja gut, dann lockt euch halt außerhalb aus heute und macht Feierabend. Dann kann er da warten, bis es schwarz wird. So, was nehmen wir denn Schönes? Den Loot können wir ja bei mir in der Base inzwischen lagern, vielleicht irgendwo. Müsst halt wirklich minimieren, weil wir haben nicht viel Platz bei uns. Nimmt Verstärkungsmaterial immer noch so viel Platz weg? Könnt ihr ja aufstellen. Zum Beispiel. Ja. Aufpassen nicht, dass die Bots kommen. Die laufen ja zu uns. Frage ist, wie bringen wir das Flugzeug nach Hause? Kann das jemand starten? Starten ja. Landen? Ja, das Starten ist auch schon ganz schön eng. Du musst hin im Industrial. Nee, ich kann es definitiv nicht, wollte ich damit sagen. Okay. Also das habe ich einmal versucht, ja, das war nicht Tag und so Nacht erfolgreich. So, Da guckt erstmal, dass den Ural in Sicherheit bringt. Dann reden wir ja, mal. Den haben wir ja schon in Sicherheit gebracht. Wunderbar. Stark, Leute, stark. Wir sind jetzt, ja. Markus, schaffst du das Flugzeug zu starten da raus, an der Mauer entlang? Ich kann es probieren. Und schaffst du es auch zu landen in der Base? Ja, landen auf jeden Fall, aber starten wird schwieriger, denke ich. In der Base landen schaffst du auf jeden Fall? Hab schon mal, ja. Okay, aber vom Leuchtturm aus, aber das reicht ja. Drin ist drin. Ich würde mir gerne die Betonziegel nehmen. Dann packt alles am besten ins Flugzeug, das hat ziemlich viel Platz. Achso, nee, wenn das abstürzt, ist natürlich auch wieder blöd. Ich pack's in Heli. Auf jeden Fall, wir treffen uns bei mir in der Base einfach. Irgendeiner wollte doch irgendeinen Locker oder sowas, dieses Tool. Nee, den Unlocker. Nicht den Locker, sondern den Unlocker. Achso, okay. Aber ja, der wird nur vom Bürgermeister gedroppt und der hat's leider nicht. 7% ist die Chance. Ja, hab ich gehört. Warte mal, meint ihr dieses Teil für die Stronghold? Ja, aber zum Ende. Nee, für die Flying Fortress. Ah, Cleon ist in unserer Base. Cleon ist in unserer Base. Ich bin hier. So, war noch in einem anderen Ural. Heißt das Ding Eil locker? Da noch Sachen reinmachen. Anlocker. Gut. Ja, nimm nicht, was du brauchst. Als ich nur Eil locker brauche ich ja nicht, kann ich nicht so wirklich was mit anfangen. Es ist ein Motorzeug, das nämlich die Waffen interessieren mich eigentlich nicht. Es gibt Rache. Ach komm, nichts. Achtung! Wo ist der? Ich würde sagen... Von wo? Also von mir aus können wir weg.
Wald oder sowas. Bin ich wieder in so einer scheiß Tanne. Habt ihr alles aus dem Ural oder ist da noch irgendwas, was ihr noch braucht? Ich sehe. Ich hab das Gefühl, Cleon hockt irgendwie wieder im Wasser. Weil die Schüsse waren Richtung Wasser. Die gehen jetzt da nicht hin, ich guck mal, ob sie backen, ja. Was meint, da was meint... Wo hinten? Da hinten bei den Tannen. Oh, oh, oh. Also von mir aus können wir los. Der ist da vorne in den Tannen, ich konnte ihn leider nicht mehr treffen. Was meint ihr? Braucht ihr noch irgendwas unbedingt von denen? Weil sonst wird das hier wieder ein unrühmliches Ende. Sagen, ihr fliegt einfach, ja, Hauptsache ihr stirbt, stirbt. Genau. Ja, gut, dann los, komm. Steig ein. Ich nehm das Flugzeug. Oh ja, da schießt einer. Auf dem Heli auch. Sind alle drin? Er fliegt mit dem Flugzeug. Wer fehlt da noch? Also da rechts in den Tannen war noch einer, pass auf, wenn der da ist. Ich sehe ihn leider von hier oben nicht. Dann an der Mauer entlang, nach Nordosten rausstarten. Halt das Ding lange flach, bis du 70 Sachen hast und dann sachte raussteigen. So, ich weiß nur immer noch nicht, wo Cornulis, wo Wong's Base ist. Du drückst Q, du gibst Gas und dann drückst du X, um nach links zu gehen. Warte, die ist... Nach Nordosten soll ich raus. Electrostock. Ich weiß es auch nicht auswendig. Da vorne, ich glaube bei... 97, 110, kommt das hin? Ungefähr, ja. Das dürfte ungefähr passen. Das ist ein Leuchtturm. Das südliche Leuchtturm im Golf von Lippstock. Bisschen nach rechts, Frank. 97, 110. Alles klar. Dort, wo sich die Landmasse hin ist, ändert. Und eine neue Stadt entsteht. Okay. Ganz plötzlich kommt eine Stadt aus dem Boden. Ja gut, aber ja, die Änderung ist schon sinnvoll. Hast du es dir auch markiert oder soll ich dir? Ich hab's mir auch markiert. Okay. Nee, Mungi, was du hier gedreht hast. Einfach nur X drücken und nicht zu schnell, nicht mehr als 20 fahren. Dann geht's ganz einfach. Einfach nur ein Stück vorfahren und dann einen großen Bogen machen.